Alter, ey. Wie krank war das bitte? Ich bin so schnell gerannt. Ich bin so schnell wieder hier reingerannt, wie ich nur konnte. Alter. Ich bin immer noch so auf 180, ne? Und mein Puls geht so schnell. Was für eine kranke Scheiße war das bitte? Verstecken spielen. Wer will mit ihm Verstecken spielen? Ich komme darauf noch nicht klar. Und dann zählt er auch noch so runter. So richtig Psycho. Da habe ich so richtig Panik bekommen, ne? Da war bei mir aus. Vor allem Verstecken spielen, ey. Wer will mit ihm bitte Verstecken spielen? Keiner. Also ich bestimmt nicht. Ich will nicht wissen, bei wie vielen Leuten er das schon letztes Jahr irgendwie abgezogen hat oder so. Aber wenn, dann war es krank. Vor allem keine Ahnung, was man dagegen machen soll. Ich weiß nicht. Ich muss mein Handy aufladen. Ich meine, Polizei rufen? Was soll ich denn da sagen? Soll ich sagen, hey, ich habe einen Killer-Clown angeschrieben und er hat einen roten Ballon vor meine Tür gestellt und rangebunden und will mit mir Verstecken spielen? Ich glaube, das nimmt keiner ernst, oder? Die lachen mich doch aus. Alter. Ich glaube, das hat er so voll nach Plan gemacht, weil er das ganz genau weiß, dass kein Schwein einen ernst nimmt bei sowas. Gibt es irgendwelche Selbstverteidigungsmöglichkeiten, Leute? Kann man das googeln? Ich google mal. Pfefferspray habe ich nicht. Ein Baseballschläger wäre nicht schlecht, habe ich aber nicht. Das Einzige, was ich habe, ist Haarspray. Funktioniert das? Kann man ihn Haarspray irgendwie ins Gesicht sprühen? Aber ich weiß gar nicht. Sah man überhaupt seine Augen? Man sah gar nichts. Der bringt selbst Pfefferspray nichts, wenn irgendwie nichts an die Augen kommt. Scheiße. Keine Ahnung. Das ist so scheiße. Ich google trotzdem mal. Also irgendwie habe ich jetzt nochmal geguckt, aber irgendwie findet man nichts. Irgendwie ist das alles komisch. Kann mir jemand sagen, was man gegen Killer-Clowns tun soll? Vor allem frage ich mich wirklich ernsthaft, woher er weiß, wo ich wohne. Das ist doch nicht mehr normal. Kann man das irgendwie rausfinden oder so? Nur bei WhatsApp, das kann ja auch nicht sein. Also, bei mir steht auch nicht, wo ich irgendwie online war oder... Keine Ahnung, gibt's das überhaupt bei WhatsApp? Eben, Leute, ich hab das überhaupt nicht. Vor allem das letzte Mal, als er mich ja anrief, sah es irgendwie so aus, als wäre er draußen oder keine Ahnung, zumindest irgendwo, wo es dunkel war oder er hat es einfach dunkel gemacht bei sich. Aber ich wusste gar nicht, dass das so krank ist. Also ich meine... Ich dachte, das ist irgendwie so eine Scherznummer oder so. Von irgend so einem, der sich immer jedes Jahr als Clown ausgibt oder so. Halt so, keine Ahnung, harmlos. Also diese Tipps im Internet, die helfen einem überhaupt nicht weiter. Boah, Leute, ey, das ist so unnormal, ne? Ich habe so Angst. Ich habe so richtig Schiss. Ich habe auch richtig Angst, dass es irgendwie auf einmal klingelt. Oder was als nächstes kommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was als nächstes kommen wird. Ich traue denen irgendwie alles zu. Bestimmt ruft er mich nochmal über FaceTime an. Ich habe sogar nochmal die Jacke an, Leute. Ich habe die noch nicht mal ausgezogen. Vor allem sah er so hässlich aus. So richtig hässlich. Ich meine, ich habe schon einige Killer-Clowns gesehen, so auf den Sichtungen und so. Aber der sah anders aus. Leute, er hat geschrieben. Er hat geschrieben über WhatsApp. Unnormal, ey. Ich wusste, dass irgendwas noch kommt. Ich wusste es. Hier, seht ihr das? Guck mal aus dem Fenster. Was ist das für eine Scheiße? Auch schon wieder diese Emojis. Ich weiß nicht. Hängt der irgendwie draußen ab oder was ist das? Und was soll ich aus dem Fenster gucken? Was soll da bitte sein? Wieder ein Ballon? Wieder ein Scheißballon? Alter, ich will keinen Ballon. Ich will einfach keinen Ballon mehr. Ich will es nicht mehr. Vor allem dieser Emoji, ne? Der ist wieder so wie beim letzten Mal. Ich weiß ehrlich nicht, ob ich aus dem Fenster gucken soll, aber ich will auch irgendwie wissen, was da ist. Und ich bin ja eigentlich hier sicher so. Ich bin jetzt nicht mehr draußen oder im Flur oder so. Aber ich mache dann auf jeden Fall alle Lichter aus und gucke, ob er mich nur verarscht oder ob da wirklich wieder was ist. Ich traue mich aber auch irgendwie nicht. Vielleicht ist das irgendwie so ein Spiel oder so, dass wenn du irgendwie drauf eingehst, dass das dann noch mehr übertreibt. Fuck it, fuck it, fuck it.
Nee, ey. Nein, ich mache jetzt einfach alle Lichter aus und dann gucken wir, ob da wirklich was ist. Also ihr könnt jetzt, glaube ich, gar nichts sehen. Ist alles schwarz. Ich sehe eigentlich auch gar nichts mehr. Man sieht ja gar nichts. Also hier ist auf jeden Fall gar nichts. Ich will auch so gar nicht so lange am Fenster sein. Oh mein Gott, was, wenn er mich sieht? Guck mal, war ein anderes Fenster.